Also wichtig war mir natürlich einmal die fachliche Bildung. Man will ja über den Fachbereich was wissen, lernen, alles. Für mich war aber auch immer wichtig, dass in dem ganzen Studium die soziale Komponente mit erfahre, weil das danach in der Arbeitswelt extrem wichtig ist. Und das wird im Studium auch sehr gut erfüllt, aber nur, wenn man sich reinhängt. Es ist immer wichtig, sich reinzuhängen und immer gut dabei zu bleiben. Ich beschäftige mich spezifisch hauptsächlich mit Akustik und Signalverarbeitung. Diese Signalverarbeitung eben hauptsächlich im akustischen Bereich. Da geht es darum, dass man sich alle möglichen Algorithmen anschaut, Programme schreibt und jegliche Signalverarbeitung in den heutigen Geräten durchgeht. Wie in einem Handy. In einem Handy ist unglaublich viel Signalverarbeitung drinnen und natürlich muss man das weiterentwickeln und daran arbeiten. Und ich fokussiere mich gerade sehr stark darauf und da bietet die TU sehr viel dazu an. Sehr interessant. Also prinzipiell sind meine Interessen eher an der musikalischen Seite von meinem Studium angesetzt. Ich habe das gleich am Anfang vom Studium gemerkt, dass mir zum Beispiel musikalische Akustik voll taugt hat, aber auch vor allem die Arbeit im Tonstudio, also Studiogerätekunde, hat mich auch gleich voll interessiert. Ich mache es nach wie vor, also ich bin sehr gerne im Tonstudio und arbeite dann nebenbei als Tontechnikerin. Mittlerweile vom Studium her muss ich aber sagen, dass mir Aufnahmetechnik und akustische Messtechnik am besten gefällt. Und was man aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass ich mittlerweile manchmal sogar Spaß dabei habe, Programme zu schreiben oder elektrische Berechnungen durchzuführen. Das hätte ich mir zuerst nicht gedacht. Also der prägendste Moment in meinem Studium war definitiv, als ich eine Prüfung, die ich beim ersten Mal nicht geschafft habe, beziehungsweise beim zweiten Mal auch nicht geschafft habe, aber dann nach längerer Zeit noch einmal wiederholt habe und mir die Inhalte dann so einfach vorgekommen sind, dass ich gar nicht mehr verstanden habe, warum ich das jemals schwierig gefunden habe. Also dass ich wirklich gemerkt habe, man lernt was dazu, obwohl man es nebenbei vielleicht gar nicht so mitkriegt. Dass man mein Studium taugt und dass es das Richtige ist, habe ich dann gemerkt, als wir von der Uni aus eine CD produziert haben, beim Aufnahmetechniklabor, und ich dann das finale Produkt wirklich in den Händen halten habe können und im CD-Player einlenkt, habe ich gemerkt, das ist ganz sicher das Richtige für mich. Was ich vorher definitiv wissen wollte, war der Studienplan, also das Curriculum. Und ich habe mir in der Zeit vor dem Studium alles besorgt, was es eben so an Unterlagen gibt, Studienplan, Beschreibung etc. Und habe mir versucht, da alles rauszuholen. Und in Wirklichkeit habe ich dort auch alles bekommen. Es war sehr gut beschrieben, es gibt sehr viel. Und habe so eigentlich alle meine Infos bekommen, die ich dann auch im Studium wirklich rausholen konnte. Für mich waren definitiv die größten Herausforderungen die vielen technischen Fächer, weil ich mir oft gewünscht hätte, dass ich für meine Schulausbildung bessere Vorkenntnisse gehabt habe. Also ich habe mir teilweise wirklich sehr schwer dann die Inhalte gleich zu verstehen wie meine Kollegen und Kolleginnen. Und das war definitiv die größte Herausforderung. Ich habe dann aber bald gemerkt, es gibt viele Gleichgesinnte, mit denen man sich zusammenschließen kann. Und wenn man genug Fleiß und Zeit investiert, kann man das genauso gut verstehen wie die anderen leider. Ne, einerseits den Master, ebenfalls ein Elektrotechnik, Toningenieur. Und weiters, wenn ich den fertig habe, dann einmal von Teilzeit auf Vollzeit aufstocken, entweder in meinem Arbeitsplatz oder in einem anderen coolen Arbeitsplatz. Und definitiv nebenbei noch weiter Musik machen, weil es einfach großartig ist, mit Menschen, die man mag, gemeinsam Musik zu machen, durch Europa zu touren und Leute zu begeistern.